Moin moin, was geht und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Über 2 Kilometer schon gegangen und heute geht es in einen anderen Stadtteil von der Insel. Wir sind in Malilogin, jetzt geht es nach Velilogin und ich habe da gerade eine irrsinnig schöne Aussicht, die möchte ich euch gleich zeigen. Da daneben die Aussicht, oder ein Teil der Aussicht, da dann und auch da wieder gezeigt, wieder ein kleines Bruchbudel ohne Dach. Schauen wir, wie die da vorne ausschauen. Es geht schon wieder der Wind so sehr. Eine Kapelle mit Brunnen davor. Schauen wir mal reinkommen. Die Sache wird so schön versperrt sein, glaube ich. Ja. Aber wenn es das offen ist, heißt, kann es euch so zeigen. Aussicht, man sieht, schaut mit dem Bergerl auf die Insel oben. Ich finde, das schaut irrsinnig super aus. Da werden wir noch eh vorbeigehen, schätze ich mal. Und da, das ist eben das Zentrum von Malilogin mit der Kirche. Bis dort, ich gehe da gleich direkt runter zu der Ruine. Schauen wir uns das gleich an. Gemeinsam. So, aufpassen, ein bisschen holpriger Weg, wie es merkt. So, oder? Hopp, hopp, hopp. Geh da ein bisschen rundherum. Schau mal. Was hat da das Wegel? Schauen wir mal da von der Turmruine. Ich sag, ich benenne es jetzt mal Turmruine, ob ich da irgendwann einen Eingang finde. Ah, da stinkt es auf Müll. Ja. Deswegen stinkt es auf Müll. Ah. Seht ihr, was ich sehe an Eingang? Ah. Dann das Müll abgeladen. Dreckschwindel. Aber schaut trotzdem interessant aus. Also, wundert es jetzt nicht draußen in dem Müll, was ich euch gesagt habe. Da ist das kleine Meier, was man von der anderen Seite gesehen hat. Ja, der Müll, was da gelegen ist, neben drinnen. Ich wundert es nicht, dass das nach Müll stinkt. Aber grundsätzlich sehr interessant. So, das ist die Kalvarienkirche und da drüben ist eben der Kalvarienberg weg. Da werden wir nachher dann ganz gut gehen runtergehen. So, da sind wir wieder kleine Insel von der Insel. Aussicht hat man da schon tolle. Da ist eine sehr, sehr schöne Aussicht. Voll, sind sie von der Straßen. Wir müssen aufpassen. Genau das schaut eben mit der Abgrenzung, was ich euch schon erzählt habe, sehr interessant aus da. Also die Aussicht da ist echt toll. Also die Aussicht hat mir da wirklich irrsinnig toll. Auch wenn es nicht ungefährlich ist auf der Straße, das hat sich auf jeden Fall der Auszeit dahergegeben. Und da blinzelt eben schon der Strand nach vor und das Meer wieder. Ich finde, dass das da sehr, sehr schöne Farbe hat, das Meer. Da ist eben der Strand, den wir vorher gesehen haben. Ja, einfach ohne Worte sehr bezaubernd. Also dass jetzt bei den Schritten natürlich ein bisschen wackelt, das ist glaube ich klar. Dadurch eben mein Gimbal noch nicht habe. Aber schreibt es einfach rein, wie sehr störend findet es,
dann beim Gehen eben, dass ein bisschen wackeln ist, beziehungsweise ob es erträglich ist. Das ist für mich dann natürlich eine Entscheidungshilfe, ob ich mir so einen Gimbal besorge. Wie gesagt, Rückmeldung habe ich schon gekriegt, dass es auf jeden Fall eine Option ist, dass es qualitativ besser wird. Hochwertige Reviews natürlich machen, einerseits weil ich dann für mich persönlich mehr Freude damit habe, andererseits natürlich ist es für euch dann auch zum Anschauen auch mehr Aufwertung. Also schreibt mir bitte ehrlich rein, was ihr davon haltet von so einem Gimbal. Danke. So, da sehen wir wieder den Promenadenweg. Eben mit den gleichen Leuchten, wie wir es im letzten Video gesehen haben. Ob das jetzt wirklich der Horschaft gleiche ist, wir vermuten es, dass es der gleiche ist. Aber ob es der gleiche ist, können wir jetzt so in dem Fall noch nicht ganz genau sagen. Aber wie gesagt, wir vermuten es, weil es dann doch um die Insel rundherum geht bis zu uns. Da muss ich ein ganz großes Lob jetzt aussprechen. Ich finde es das super, dass er an Hunde gedacht hat. Auch wenn ich aber keinen Hund habe, aber einen eigenen Hundstrand zu machen, finde ich toll. So, also weiß mit grünen blauen Balken, dann mit Violett, also es ist sehr wohl farbenfreudig gemacht. So, da sind wir dann runtergekommen, da oben. Da hätten wir dann zwar lang gegangen, aber wir sind dann da so runter. Da ist dann eben der Strand fahren und da ist dann die Richtung meine Maledaschin. Und von da aus haben wir den Bus gekommen und nach oben im Norden. Ja, ist schön eingebaut, passend reingebaut. Also ich finde da die Konstruktion sehr, sehr interessant. Da drüber. Sich da eben da schon ein bisschen angeschmiert. Da angeschmiert. Wie verlassen wirkt es? Ah, da drüben wirkt es wie verlassen schon. Also das ist da definitiv ein Lost Place. Könnt mir sagen, was wollt. Ja, das haben anscheinend so kleine Ferienhütten gewesen. Das müsste wie ein Speisesaal oder so gewesen sein, was von da ausschaut. Da war also allgemein. Ja, seht ihr wie vermutet. Betten drinnen, Kasten. Ja, kurz raus. Wieder schnell raus, nicht dass ich mich hin habe. So, das ist das Verwaltungsgebäude da. Schaut halt zumindest von außen so aus. Da Schränke drinnen eben. Da ist also Kästen und Schreibtisch, Schreibmaschine, Alter. Man sieht da eben das. Die Decken schon fast runterkommt. Das Klo. Da haben wir Betten. Mhm. Wie gesagt, ich werde mich jetzt da nicht so lange aufhalten. Eben über Decken. Alles zerdeppert, zerscheppert. Der Sicherungskasten. Geht da nicht mehr zu weit rein. Da haben wir Trotzen. So. Da. Eben auch Dusche baut. Geht das schön. Hier nach vorne. Ihr seht das doch. Da gehe ich sicher nicht rein. Weil, wenn das zusammenbricht, eben, wie schon gesagt, das schaut so aus, als wäre das irgendwie so Speisesaal gewesen. Hui. Da ist es schon sehr weit herunter. Ein Restaurant, sagt, das ist wirklich so ein Gasthaus, Speiserdings gewesen. Da Küche gefunden. Das dürfte das aus wie ein Speis sein, Abstauraum. Da wieder die Zimmer. Drüben waren wir gerade. Und da noch eben das Häuschen. Runter. Komm
Jetzt gibt es also Duschgelegenheit, jetzt muss also bis war in dem Fall. Und da das Klo. Ja, schaut, da drüben ist eben auch noch eins. Auch das, du siehst es da, da. Das ist schon sehr verlassen, das hat man eh von vorne auch schon gesehen. Gehe jetzt eh nicht rein, aber man sieht auch da alles voll gerümpelt. Vielleicht ist drüben noch was offen, schauen wir mal. Ja, auch da ist das, da haben wir eh vorher gerade den Weg. Ja, genau. Nicht rein, ist das da ein bisschen zu heikel. Aber ich hoffe, ich habe mich bis jetzt erfreut mit dem. Ich hoffe, es ist was. Ich glaube, jetzt kann der Film. So. Und da ein kleiner Keller. Die rostige Tür, schaut mal. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, zu gefährlich. Da neben Gebäude sind auch noch die Fenster offen. Das wirkt für mich so wie für einen Strand, weil da eben der Hafen ist. Das wirkt für mich so, als wäre da wie die Pommesbude oder so irgendwas gewesen. Schaut, das schaut super aus. Wahnsinn. Nicht. Es ist aber die Tür sperrangeweit offen, das hat man glaube ich vorher schon gesehen. Ich filme euch da noch rein. So, und da ist es sehr dunkel drin, da mache ich dann nicht mehr. Es war anscheinend auch Gästezimmer. Ja, wie gesagt, bei dem riskiere ich es nicht. Ich habe gesehen, alles zugemacht, alles dunkel. Und, aber es ist, glaube ich, ein schöner Eindruck, was man so schon verschaffen kann mit dem Dorf da hinten. Wirkt mir definitiv im Haus. Und ich bezeichne es trotzdem als Pommesbude. So, das ist eben das oben. Da, wo wir dann runtergegangen sind, das wir unten gesehen haben. Und auch da hier unten ist noch so ein Abstellraum, Keller, bezeichnet das wie ihr es wollt. Wahnsinn. So, jetzt sind wir beim Lost Place vorbei. Ich finde das unendlich weit wieder am Meer. So, an dieser Stelle bitte nochmal die Information, der Hinweis, der Warnhinweis, geht es nicht alleinig in ein Lost Place rein, so wie ich war vorher nicht ganz alleinig. Es hat jemand draußen auf mich gewartet und wie ihr vielleicht im Video gesehen habt, sind zwei andere auch drinnen gewesen. Das heißt, es ist das Risiko minimiert, beziehungsweise man hat halt wen, der auf einen aufpassen kann oder wenn was passiert, der wen helfen kann, beziehungsweise wenn wer kommen wäre, hätte man mich dann informieren können oder geschwind rausholen können. Also, nicht, wie ihr ja beim letzten Video gesehen habt, einfach nicht unbedacht reingehen, so wie die anderen auch reingegangen sind, weil einfach rauswerfen sind, sondern schon ein bisschen beobachten, schauen, ob es möglich ist. Ein schönes Bäckchen Erde ist das da.
sehr schön zu sein. Ja, ein bisschen genießen dann. So, auch da sieht man wieder, eben ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, wo es eben da, ich glaube, dass es ein bisschen seichter ist und da dann eben tiefer wird. So, was mir jetzt da aktuell sehr auffällt, starker Wind, starkes Rauschen da im Video heute. Ja, ich kann den Wind nicht abschütteln, tut mir leid. Und ich hoffe, ihr habt es bis jetzt recht gut verstanden, was ich gesagt habe. Ich versuche natürlich jetzt ein bisschen lauter zu reden. Man sieht den Wind, ja. ja. Also ich habe jetzt noch ein paar Fotos gemacht, also wirklich noch Standfotos gemacht, die werde ich natürlich mit reinarbeiten in das Video. Beziehungsweise habe es davor schon reingearbeitet von dem Lost Place. Schreibt ihr mir vielleicht auch rein, wie empfindet ihr das? Ich habe natürlich, glaube ich, ein oder zwei Gebäude habe ich nicht gemacht. Ihr habt es ja gesehen, wie einsturzgefährdet das ist. Aber was haltet ihr davon? Ich habe so das Gefühl, als wäre das wie man es aus den amerikanischen Filmen oft kennt. Es ist ein bisschen in den Hügel reingebaut, die Häuschen, wo man übernachtet, wo Jugendliche teilweise so Ferien verbringen, auf der Seite dann auch eben das Restaurant, was man oben hat, unten eben den Hafen, da hinten dann auch den Strand daneben. Also es war wirklich eine Erholung für Jugendliche oder einfach nur so, wo Einheimische herkennen. Vielleicht war es ja aus den damaligen Zeiten von Jugoslawien, beziehungsweise wie noch die UdSSR war, was da vielleicht irgendwie das so zurückgetan hat. Schreibt rein, wie habt ihr das also jetzt empfunden? Schön war es da, ich merke meinen Namen nie von dem, was wir jetzt kennen, obwohl wir es bei uns in Graz haben, obwohl wir das bei dem Eisenstadt-Video jetzt gehabt haben. Kalvarienberg oder Kalvarienweg gehen wir jetzt dann auch, was ich euch vorher gesagt habe. Na, dann machen wir uns auf den Weg hin. So, einmal da ganz kurz genießen. Ich verstehe dich nicht. Schaut's einmal. Wir nehmen einfach ein Wegel als Abkürzung. Ich finde, schaut cool aus. So, wir waren jetzt in der Stadt Essen, deswegen auch der Schleichweg vorher. Und wir starten da jetzt hier unten bei der Nummer 1. Ich zeige euch dann auch immer wieder mal die Stationen. Da geht es immer so Treppen hinauf. Es ist zwar keine Station inzwischen, aber ich will euch natürlich die schönen Häuser da nicht vorenthalten. Und natürlich die Wege, da möchte ich gar nicht von halten. Schaut recht super aus. Bin kriminell teilweise, wie ihr seht, der Weg. Aber dafür ist es umso schöner. Und wir sind schon bei der Nummer 2. Mehr näher zu wie. So, da haben wir dann die Nummer 3 schon. Geht ja flott. So, 3. Und ihr seht, jetzt ist ja eins nach dem anderen. Und da finde ich die Aussicht schon sehr wunderschön. Ein Stückchen weiter und es verändert sich komplett das Bild. So, Nummer 4. Was ich auch schön finde, eben wieder da die Abgrenzung, was wir sonst überall haben. Wenn man dann da runter schaut, sieht man wieder die Werft. Nummer 5.
Weil wir jetzt dann bald beim Ende sind. Einerseits mache ich so, dass du ein bisschen wegseht. Andererseits möchte ich jetzt ein bisschen zusammenfassend haben. Das heißt, ich finde, es war heute wieder sehr abwechslungsreich mit dem ganzen Lost Place, auf der Promenade, Kirchen und da eben dann dementsprechend den Weg. Das ist Nummer 6. Weil es von der Zeit her passt, von der Länge her, bevor ich schon ein bisschen geschaut habe, ja, von heute wieder ein Video noch, also ein ganzes Video noch. Also die Leute, was am Straßenrand immer sind, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall. Leider ist ein Ausflug zeitlich nicht mehr organisierbar. Da wäre der nächste Termin erst dann, wenn wir schon weg sind. Ich fahre nämlich am Sonntag um 6.30 Uhr weg und um 13 Uhr wäre das. Ich hätte gern so einen Ausflug mit dem Speedboot gemacht, dass wir da dann Delfine suchen können oder schauen können. Leider kann man das nicht anbieten, aber wenn das Wetter passt, wird es trotzdem ein Ausflug sein, wo ich viel frei dran habe. Aber zerreden wir es nicht, warten wir drauf, bis wir da dann sind. Ihr werdet es sehen. Ich werde euch dann sagen, dass es genau der Ausflug ist, auf den ich hingewiesen habe. Oder so wie ich jetzt darauf hingeordnet habe. So, das nächste heißen. So, jetzt kommen wir. Wenn ich jetzt so richtig gerechnet habe, ich habe ja Kurzzeitgedächtnis, kann ich mir das auch nicht schätzen. Genau, die Nummer 9. Geht es gleich weiter zum 10er. Was ich da ist wirklich eins nach anderen, das ist so, wie wir es vorher von oben gesehen haben. Nochmal die Aussicht. Im Wald. So. Wie man es drin sieht, immer wieder mal auch welche, die gehen den Weg hin. Nummer 10. Ja. Wir sind heute schon über 10 Kilometer gegangen. In Relation haben wir da natürlich sehr wenig Videomaterial. Aber wir werden die Videos nicht sprengen. So, um 11. So. Dann haben wir da noch 2 und ihr seht, da oben ist dann wieder die Kirche, die wir vorher gehabt haben. Jetzt ist schon wieder die Stadtsicht. Und da soll es dann wieder runtergehen, geht es so schön sein, dann schaue ich da noch runter. Wenn es wirklich so schön ist, setze ich euch das auch noch ins Video. Eines noch und dann haben wir den ganzen Weg auf. Dann geht es noch ein Stückchen zurück. Ich werde wahrscheinlich nur hier Lost Place die letzten Tage einmal gesehen, dass wir die Scheiben aufbrochen, aber da gehe ich natürlich nicht rein. Zu risikoreich. Also, wie wir jetzt die letzten, das Video und das letzte Video gesehen haben, zu risikoreich teilweise. Der sagt eben die Kirchen wieder da und da das Türmchen, der leider zugemüllt ist. Und jetzt da hinten sieht man viel an Meer und eben von der Insel Zres, die verbunden ist da mit der Insel Lochin, eben durch die Drehbrücke, wo wir drüber gefahren sind, weil der andere ist eben so das erste, der erste Vlog, wo wir dann, finde ich auch sehr interessant gesagt. Vielleicht den einen oder anderen Norddeutschen oder Deutschen, die dann am Meer immer und wieder sind. Für die ist das nichts Neues, aber für mich ist das halt sehr interessant. Wahrscheinlich auch für welche, die das Meer nicht so kennen,
Genauso. Ich finde, das hat irgendwie von, spielt mir das Lied vom Tod, die Kirchen. So, und wie versprochen, geht's da runter und sage euch ein bisschen was von der Aussicht. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es ist irrsinnig schön, speziell wenn da ein bisschen Sonnenschein ist, nicht so wie heute in der Früh. Wahnsinn, so eine Hammer-Aussicht. Echt toll. So, das ist ein Bild nach links gerade. Habe ich jetzt leider beim Weggehen gesehen. Da eben nochmal die Werft hinten. Da eben der Hafen. Mal die Logine. Und eben die Stadt, was dann so rauf geht mit der Kirche und so weiter. Total schön. Ich glaube, auch wenn es leider nicht Amerika geworden ist und hoffentlich wird das irgendwann mal. Das war schon eine recht gute Alternative, was wir da jetzt gebucht haben. Weil man hat schon so eine Aussicht, wenn man es von der Hand gewohnt ist. Ich glaube, die Kirche läutet. Das soll vielleicht ein gutes Zeichen sein. Wenn es jetzt werft, dann eben da die Stadt drauf, wie wir vorher schon gesagt haben. Ich finde das so toll, immer im Hintergrund dann auch noch die Inseln. Meer mit der Insel Zres hinten, ein paar Wolken drüber und hinten den Kalvarienbergweg durch den Wald durch. Und sie so rüber trat, die Kapelle. Sehr, sehr schöne Gegend da. Aber sonst wird es mal wieder, das Video wird zu lang. Deswegen, wie schon vorher gesagt, ich habe entschieden, heute wieder ein extra Video zu machen, weil wir wieder so viel Material haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Promenade, mit dem Kalvarienberg oder Kalvarienweg, wie immer das das Signal jetzt nennt. Und jetzt eben mit der Aussicht. Daumen hoch, teilen. Kommentare drunter, so wie ich es euch geschrieben habe, und viel Spaß mit den Videos, was wir bis jetzt schon gehabt haben, falls ihr die noch nicht gesehen habt, und schaltet bei den neuen Videos wieder ein. Und wer noch nicht abonniert hat, abonnieren. Und bis zum nächsten Video. Tschüss! Der besagte Lost Place. Ihr seht, da die Tür links ist offen, aber durch vorne, dicht bevor eine Straße ist, riskiere ich es jetzt einfach nicht zum Reingehen. Man hat zum Beispiel ein abgestürztes Auto, da sehe ich da die Nadeln um und da vorne. Der schaut auch da hinten, im Eck der Eingang, schaut sehr verlassen aus. Aber da kann etwas drin sein. Deswegen traue ich mich einfach nicht rein.